Ich bin Gesa Reis. Seit 2007 darf ich für die Oberhausenerinnen und Oberhausener Bildungsarbeit machen. Zunächst war das vor allem die politische Bildung, aber seit 2013 darf ich auch die VHS leiten und im Bert-Brecht-Bildungszentrum mit der Bibliothek zusammenarbeiten. Mit einem großartigen Team ist das aber eine wirklich tolle Arbeit für Oberhausen und ich komme jeden Tag gerne nach Oberhausen und fühle mich hier richtig wohl. Die Volkshochschule ist ein Kultur- und Bildungshaus für wirklich alle Menschen in Oberhausen. So will es das Gesetz. Es gibt die Volkshochschule schon seit 100 Jahren. Auch wenn es hauptsächlich mit nachholender Bildung zu kurzen Schulzeiten angefangen hat, ist es heute ein Haus für alle Niveaus und alle Interessen. Das Weiterbildungsgesetz Nordrhein-Westfalen sieht vor, dass die Volkshochschulen kommunale Pflichtaufgabe sind, allen Menschen in Oberhausen ihrem Bedarf entsprechend Bildung und Kultur anzubieten. Sie können mit uns hier lesen und schreiben lernen in einem Raum wie diesem Klassenraum. Sie können mit uns aber auch Sprachen lernen, Deutsch und noch viele andere Sprachen. Sie können mit uns auf Stadtführung gehen und Sie können auch mit uns hier gemeinsam einen Bildungsurlaub verleben. Hier versuchen wir mit Ihnen den Überblick zu behalten über Oberhausen, über die Kommunalpolitik. Aber hier kann man auch ein großes Stadtgebiet sehen, in dem wir gerne mit Ihnen unterwegs sind. Auf Stadtführungen, wenn es was zu erklären, zu besichtigen und auszuprobieren gilt. Auf unsere Gesundheitsräume können Sie sich richtig freuen. Denn die sind nicht nur besonders schön, die haben auch noch das schönste Licht am Abend. Und hier bieten wir vor allem Kurse zur Bewegung und Entspannung an. Aber in der Volkshochschule gibt es auch ganz viel Kultur mit Ihnen, normalerweise noch viel mehr. Das sind Lesungen, Konzerte, Vorträge, Kunst, gemeinsam ausgeübte Kreativität. Wie man auch an dem Kunstwerk hinter mir sieht, was zum 100-Jährigen der Volkshochschule von ganz vielen Menschen gemeinsam gemalt wurde. Doch jetzt gibt es Sehnsuchtshäppchen aus der Volkshochschulkultur. Denn wir wollen den Faden nicht verlieren, mit euch gemeinsam die Seele dieser Stadt zu erleben. Und Augen, Herz und Ohren auf, die Seele kriegt jetzt Farbe. Dann schauen wir mal. Mein Name ist Ingo Dämgen. Ich bin studierter Geograf und arbeite als Gästeführer. Und daher arbeite ich auch für die Volkshochschule Oberhausen als Tagesreiseleiter. Und wenn der Winter einkehrt, zeige ich viele meiner Tagesreisen auch gerne mit PowerPoint-Vorträgen. Vor etwa 10 Jahren hat mich dann die Volkshochschule Oberhausen auch mal angesprochen, eine kleine Gebäudegeschichte des Bert-Brecht-Hauses zu verfassen. Und da habe ich als erstes meine Kamera gegriffen und habe dieses Gebäude fotografisch dokumentiert. Das ist etwas, was ich bis heute noch mache und das mich bis heute nicht losgelassen hat. Das heutige Bert-Brecht-Haus wurde in den Jahren 1925 bis 1927 ursprünglich als Kaufhaus Tietz gebaut und als Tageszeitungsverlag. Es sind zwei verschiedene Baukörper. Der Kaufhausunternehmer Tietz, jüdischer Konfession, wurde schon relativ schnell enteignet und so wurde aus Tietz der Kaufhof. Alter Kaufhof, so hieß das Gebäude noch sehr, sehr lange, nämlich bis 1961. Dann gab es den neuen Kaufhof. Auch der ist schon wieder Geschichte. Bis 1985 war dann letztendlich auch die Tageszeitung nicht mehr im Gebäude. Das Gebäude war lange Zeit eine Ruine. Und dann hat die Stadt Oberhausen das Gebäude erworben, um dort drin den Sitz ihrer Stadtbibliothek und ihrer Volkshochschule einzurichten. Und dann überlegte man eine Weile, wie soll man das Gebäude nennen? Der einzige bekannte Arbeiterdichter, der damals für wert gehalten wurde, war Bert Brecht. Er war nie hier. Keiner weiß, dass der hier gewesen sein dürfte. Aber so hat man den Namen Bert Brecht als typischen Arbeiterdichter gewählt. Selbst im Jahre 2011, nach der bisher vorletzten neuen Sanierung des Gebäudes, hat man Bert Brecht noch gewidmet, indem man nämlich in dem Eröffnungsveranstaltungsprogramm nachts mit speziellen Dias Bert Brecht und seine Drei-Groschen-Oper auf das Gebäude projiziert hat. Ja, das Bert-Brecht-Haus hat eine spannende Geschichte hinter sich. 1927 eröffnet,
in dem Baustil des sogenannten norddeutschen Backsteinexpressionismus. Das ist eine andere Variante meines touristischen Arbeitens, nämlich mit Architektur. Und von diesen Perlen der 20er Jahre haben wir in Oberhausen eine ganze Menge. Ziegelsteine, die bewusst als Ornament benutzt worden sind. Und gerade das Bad Brechthaus ist ein Paradebeispiel dafür. Und was die wenigsten eigentlich wissen, ist das große Vorbild, das hierzu gedient hat, das Gebäude zu bauen. Und das ist das Chilehaus in Hamburg. Ja, es ist 5-mal größer mit schönen Innenhöfen. Die Ziegelsteine haben genau die gleiche Art der Verklinkerung. Die gleiche Bauweise. Es ist eine Stahlfachwerkkonstruktion. Das sind riesige Stahlkonstruktionen, die nur von außen verkleidet sind. Und bitte lassen Sie sich nicht in die Irre führen und sagen, das sei ein Bauhausgebäude. Viele Menschen unterscheiden leider nicht. Aber dafür ist die Fassade, genau wie in Hamburg, viel zu verspielt. Denn wenn die Fassade einen einheitlichen Farbton hätte, dann könnte man vielleicht einen Bauhaus-Touch finden. Das Begrifflein neues Bauen dürfte dabei eigentlich der neutralere sein. Auch die Fenster mit ihren Sprossen, auch das ist ein Element, was dem Chilehaus abgekupfert worden ist. Wenn Sie jetzt dieses Foto hinter mir sich anschauen, sehen Sie hoffentlich nochmal den Vergleich zwischen dem Chilehaus und dem Bert Brecht-Haus, ein schiffsartiger Bug. Aber gleichzeitig erkennen Sie auch, dass der Giebel hier am Bert Brecht-Haus eine grüne Plane hat. Das ist ein Foto vor 10 Jahren beim Umbau des Bert Brecht-Hauses entstanden, bei dem man das Gebäude intern völlig neu zugeschnitten hat, die Seminarräume verändert hat, die Zugänge zur Bibliothek verändert hat. Aber lassen Sie sich bitte nicht aufs Glatteis führen, denn momentan sieht das Gebäude fast wieder so ähnlich aus. Und jetzt sehen Sie ein aktuelles Bild, wenige Tage vorher aufgenommen, wieder ein Gerüst, aber vom November 2020. Weiße Planen, die einen fast denken lassen, Christus sei mal wieder in der Stadt gewesen. Aber weit gefehlt, diese Verkleidungen, diese Planen, diese Gerüste hat man nur aus dem Grunde aufgerichtet, um bis zum Mitte des nächsten Jahres sämtliche Fenster im Bert Brecht-Haus auszutauschen. Sie haben jetzt eine kleine Auswahl von meinem Spektrum gesehen, das ich im Auftrag der VHS Oberhausen bespiele. Vorträge, Tagestouren, Tagesreiseleitungen in Oberhausen, um Oberhausen herum. Und ich würde mich sehr freuen, Sie bei der einen oder anderen Veranstaltung im kommenden Jahr 2021 bei der VHS Oberhausen begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Werner Boschmann, ich komme aus Bottrop und ich beschäftige mich seit über 30 Jahren mit Ruhrgebietsliteratur und habe einen Verlag. Wir haben geplant in der VHS Oberhausen, die ich übrigens sehr mag, weil wir hier viele tolle Veranstaltungen schon hatten, einen Vortrag zu machen über Monsieur Payot, und zwar einen französischen Emigranten, der vor gut 220 Jahren hier durch unsere Gegend marschiert ist, und eine Ausstellung mit zeitgenössischen Karten. Das heißt also Karten, die in einer Abführung das Ruhrgebiet früher und ganz früher zeigen. Und zwar zusammen mit meinem Kumpel Werner Bergmann, einem Historiker. Der Payot lebt in Condé, das ist an der belgischen Grenze, und musste also abhauen und ging dann zunächst nach Düsseldorf, genauer gesagt nach Derendorf, und hat da eine Zeit lang gelebt. Das gefiel ihm ganz gut. Da gab es auch kulturelles Leben. Und hatte dann aber allerdings ein Problem. Die Franzosen standen nämlich auf der anderen Rheinseite, sodass er weiter abhauen musste. Und hat dann mit seiner ganzen Verwandtschaft zunächst so Erkundungsgänge gemacht. Er war beispielsweise in Dorsten. Da gefiel es ihm zwar, aber das hat er nachher trotzdem verworfen und ist dann beispielsweise nach Mülheim gegangen. Das gefiel ihm toll. Hat dann einen Ausflug nach Essen gemacht. Das gefiel ihm überhaupt nicht toll. Er sagte, ah, das wäre schmutzig und die ganzen Schornsteine, die würden die Luft verpesten und so weiter und so weiter. 1794, da muss man sich unsere Region, Ruhrgebiet war das damals noch nicht, muss man sich vorstellen, da war also maximal tote Hose, also auch für unseren Herrn Payot.
Es gab einige größere Städte und auch einige Reichsstädte, beispielsweise auch Duisburg und Dortmund, wo ein bisschen mehr Kultur war. Aber beim Rest, da waren einfach nur Bauern und viel Hornvieh. Ja, der Payot war Gerbermeister und war durchaus ein reicher Mann. Und der ging ins Exil natürlich auch nicht alleine, sondern hatte seine ganze Familie dabei. Hatte drei Diener, die mitkamen, und auch einen Teil seiner buckligen Verwandtschaft, mit denen er dann das Ganze erkundete. Das heißt, wenn die eine Unterkunft suchten, dann hat er also nicht damit getan, dass sie irgendwie nur ein Zimmer hatten, sondern die brauchten immer ein Haus oder zumindest eine große Etage, mehrere Zimmer. Und das war durchaus ein Problem, weil nämlich ganz viele Emigranten aus Frankreich in dieser Zeit hier unterwegs waren. Und zum Teil, darüber beschwert er sich dann, musste er dann in solchen Kabrachen übernachten, wo also es wirklich ganz schlimm war. Und seine Frau hat sich beschwert und die Kinder schrien und so. Also da ging es ihm richtig schlecht. Es gab dann Ende 1795 in Frankreich einen Erlass, der es den Emigranten ermöglicht, zurückzukommen. Und der Payot ist dann zunächst alleine in seine Heimatstadt gegangen, hat erstmal gedibbert, was ist denn da los? Und bekomme ich mein Haus zurück? Das war von jemand anderen dann auch einfach weggenommen worden. Er hat das dann rechtlich alles geregelt und hat dann am Schluss auch es geschafft, dass seine Familie und die Verwandtschaft auch zurückkommen konnten. Hat dann weiter in Condé gelebt, musste aber noch zweimal auch abbauen, weil sich die politischen Verhältnisse in Frankreich ziemlich chaotisch gestalteten. Das Buch ist durch einen großen Zufall entstanden. Ich habe was ganz anderes gesucht und in einer Zeitschrift dann einen Hinweis gefunden. Ein Professor Meyer, ohne Vornamen, aus Mülheim, hätte ein Manuskript entdeckt eines Franzosen, der hier bei uns gewesen wäre. Und zwar haben die angefragt, ich kannte den Namen Payot, wo es sowas gäbe. Und ich habe dieses Manuskript in Brüssel gefunden. Dieser Bericht des Herrn Payot ist von seinem Ur-Ur-Urenkel 1909 in einer Auflage von 200 Stück herausgegeben worden. Und Sie können sich vorstellen, es war ein tolles Gefühl, als ich dann nach Brüssel fuhr und zum ersten Mal den Payot in der Hand hatte. Der Urenkel Payots hat sein Vorwort mit einem wunderschönen Satz beendet. Hals über Kopf verließ man damals sein Vaterland, wie ein Blatt vom Sturm verweht. Toller Satz, der auch heute noch zutrifft. Das ist der Atlas des Gigas aus dem Jahre 1620. Auf mehreren Karten ist das Gebiet des Erzbistums Köln dort vermerkt. Und auf einer der Karten ist auch das zu sehen, was wir heute als Ruhrgebiet bezeichnen. Überraschend oder nicht, Oberhausen gibt es noch nicht. Aber beispielsweise, hier habe ich Osterfeld. Ganz groß, Dienstlaken, da war also schon richtig was los. Und Stürum beispielsweise, sehr, sehr groß gezeichnet. Ja? Überraschung. 1794, nicht viel los bei uns in der Region. Also viel Landwirtschaft und viel Hornvieh und relativ wenige Menschen. Und was so faszinierend ist, 30 Jahre später ändert sich das total. Und wenn ich dann noch mal 30 Jahre dazu tue, dann würde der Herr Payot dieses Land überhaupt nicht mehr wiedererkennen. Da ist die Industrialisierung eingezogen und das Ganze hat sich total umgekrempelt. Und ich muss vor unseren Vorfahren wirklich einen Hut ziehen, dass die das alles so verkraftet haben und so toll für sich und für die ganze Region geregelt haben. Der Werner Bergmann und ich, wir freuen uns sehr darauf, Ihnen den Herrn Payot und auch die Karten näher zu bringen, und besonders freuen wir uns, dass wir das hier in der VHS Oberhausen tun können. Mein Name ist Jutta Stalka. Ich unterrichte seit vielen Jahren Gitarre, Ukulele und andere Instrumente, die man zupfen kann. Das ist mein Hauptberuf. Im Nebenberuf finden Sie mich hier in der Volkshochschule bei Anfängerkursen, die ich hier in der Volkshochschule gebe und die sich an jedermann, jede Frau richten.
Dafür braucht man keine Vorkenntnisse. Einfach anmelden und einen Vormittag lang alles über die Ukulele erfahren. So klingt die Ukulele. So klingt es, wenn man Akkorde darauf spielt. Oder ein bisschen wilder. Ukulele, das ist ein kleiner Kurs in der Volkshochschule. Dieser Kurs richtet sich ausdrücklich an Laien, also an die meisten Leute, die wenig Ahnung von der Musik haben, vielleicht gerne Musik hören, aber vielleicht auch ein bisschen Angst haben, selber mal Musik zu machen. Und die Ukulele, man sieht schon, sieht so ein bisschen aus wie eine Gitarre, ist aber auch in jeder Hinsicht ein bisschen leichter. Im Vergleich zur Gitarre sind nur 4 Saiten da drauf und keine 6. Das passt schon mal ganz gut. Und wer tatsächlich vorhat, Ukulele zu lernen, dem gelingt das schon nach einem kleinen Anfängerkurs, wie wir den hier in der Volkshochschule anbieten. Beispiel: Mit dem ersten Griff setzt man genau einen Finger hier auf. Und klingt doch schon nett. Wir könnten jetzt Bruder Jakob dazu singen. Alle anderen begleiten dazu. Wir könnten den nächsten Akkord lernen, auch einen Finger. Und da stutzen jetzt schon die ersten Leute und sagen, Moment, so beweglich sind meine Finger ja gar nicht. Von hier nach da, das ist ja schon ganz schön anstrengend. Richtig, sowas muss man üben. Zwei Akkorde haben wir jetzt gelernt. Wir können das C, wir können das F und wir machen den Wechsel. Das hört sich dann schon ziemlich nach Ukulele an. Normalerweise zähle ich vor. 2, 3, 4, ein C, ein F, ein C, ein F. Ich mache was Komplizierteres. Ist immer der gleiche. Zwei Akkorde fehlen uns noch. A-Moll, G7 und das ergibt eine sogenannte, schweres Wort, Akkordprogression. Auf gut Deutsch alle Akkorde einmal rum, bis man beim Startakkord C wieder angekommen ist. Ich spiele jeden Akkord 4-mal. Jetzt mal etwas komplizierteres und zwar was man durchaus spielen kann, wenn man sich länger mit der Ukulele beschäftigt. Das ist eine Mischung aus Akkorden, nicht denen, die wir heute im Kurs gelernt haben, sondern andere und ein paar Einzeltönen. Wir hören La Gitanita, das ist ein Stück eines Schweizers mit dem Namen Jörg Hochweber, dessen Stücke man übrigens auch im Internet hören kann. Ich mache nur den Anfang. Ich wurde gefragt, wie das denn mit dem nächsten Ukulelenkurs aussieht. Leider ein paar ernste Worte, denn in Zeiten von Corona können wir einfach nicht als Gruppe in einem Raum sitzen und zusammen Musik machen. Trotzdem gibt es eine Lösung, die heißt Outdoor. Irgendwann, wenn die kältesten Wintertage vorbei sind, werden wir uns als Volkshochschulkurs draußen treffen, im kleinen Kurs mit 8 bis 10 Teilnehmern und dann zusammen Ukulele spielen
oder Ukulele lernen, wenn es ein echter Anfängerkurs sein soll. Wie das genau aussehen soll, da fällt uns dann schon was ein. Die bange Frage ist, wie machen wir das bei Regenwetter? Vermutlich werden wir uns irgendwo dann outdoor treffen, wo es eine Brücke gibt, wo wir uns notfalls unterstellen können. Also, bis es soweit ist, einen Klapphocker organisieren, eine Ukulele organisieren. Mehr braucht man eigentlich schon nicht. Und dann kann es losgehen. Ja, hallo, mein Name ist Ralf Halley. Ich bin hier an der Volkshochschule Oberhausen. Seit vielen, vielen Jahren als Fotograf aktiv mit den verschiedensten Kursen und habe dann mich an Wassertropfenfotografie getraut. Wassertropfen ist ein ganz spezielles Medium. An diesem Bild möchte ich euch mal ganz kurz die Technik, die zu solchen Bildern führt, erklären. Im Zusammenspiel der Tropfen, die man hier sieht, es handelt sich hier um drei verschiedene Tropfen, das heißt mindestens habe ich drei Flaschen oberhalb an einer Apparatur hängen, die verschiedenfarbig mit Flüssigkeiten gefüllt sind und ich habe jetzt die Möglichkeit, auf die Millisekunde genau gesteuert, die Flüssigkeiten entsprechend fallen bzw. auch kollidieren zu lassen. Hier kommen noch andere Aspekte ins Spiel, das heißt hier habe ich noch eine Seifenblase, die praktisch durch eine Plexiglas Wasserwanne von unten durchleuchtet ist mit gelber Folie unten dran, die praktisch diesen gelben Fuß hier produziert. Gleichzeitig auch diese helle leuchtende Seifenblase, die von innen beleuchtet ist, dazu fügt. Und hier kann man dieses blaue Wasser, das eigentlich klares Wasser ist, dadurch produzieren, indem man mit einem Blitz mit blauer Folie praktisch das Wasser einfärbt. Ja, ich werde oft gefragt, ob diese Bilder halt gerade zufällig entstehen. Das wäre total schön, weil dann würde ich eigentlich nur meine Kamera im Automatikmodus die ganze Nacht laufen lassen und morgens die tollen Bilder einsammeln. Dem ist leider nicht so oder vielleicht auch Gott sei Dank, weil dann könnte es ja jeder. Man hat tatsächlich die Möglichkeit, das ganz getimt und gezielt zu steuern. Und wie das genau funktioniert, zeige ich euch jetzt gleich an meinem praktischen Aufbau, sodass man richtig auch nachvollziehen kann, wie es zu diesen Bildern kommt. Hier können wir als allererstes mal sehen, ein Gestell. Ich habe jetzt hier so ein bisschen improvisiert, zu Hause in meiner heimischen Anlage. Fest montiert habe ich natürlich eine viel größere Anlage mit viel mehr Ventilen bzw. Wasserhahn. Das ist hier praktisch so eine Art Wasserhahnventil. Hier habe ich farbige Flüssigkeiten oben in einer Flasche eingefüllt. Und wir werden jetzt gleich aus diesem Ventil, das werden wir öffnen, da wird dann ein Wassertropfen austreten und der tropft dann auf die Wasseroberfläche, die ich da schon vorbereitet habe. Im Kern habe ich jetzt eine kleine Schraube hingestellt, damit ich eine Fokussierhilfe habe. Das heißt, da wo der Tropfen auftrifft, dann stelle ich auch scharf. Ja, festgehalten werden diese ultraschnellen Bewegungen, wenn Wassertropfen aufeinandertreffen, durch diese Blitze, die ich hier verwende. Sind auch relativ einfache Blitze, da tut es auch jeder herkömmliche Blitz, den man mal irgendwo ausgräbt. Hauptsache, er lässt sich irgendwie synchronisieren mit der Kamera. Ja, nur um es mal vorwegzunehmen, eine Spezialkamera ist nicht notwendig. Es tut jede ganz normale herkömmliche Kamera, die über eine Einstellung manuell verfügt und die einen Fernauslöseanschluss besitzt. Ein Herzstück dieser gesamten Technik ist diese kleine Schaltzentrale, also diese kleine Box, die ich mir selber zusammengelötet habe, die gibt es aber auch fertig zu kaufen, verbindet mir jetzt praktisch die Ventile
Also Wasserhahn oben, den Computer über das Programm und die Kamera. Das ist ganz entscheidend, dass alle drei Komponenten hierüber gesteuert werden. Inwiefern und inwieweit gesteuert wird, das machen wir jetzt gleich über dieses Programm. Wann soll der erste Tropfen starten? Nämlich bei 0 Millisekunden, also auf dem Moment, wo ich den Knopf drücke. Und zweitens ist hier die Öffnungszeit des Ventils, das heißt, wie lange bleibt das Ventil geöffnet und lässt halt eine Flüssigkeit durch, um dann anschließend sich wieder zu schließen. Und daran kann ich jetzt schon sehen, ja, das ist, ich bin schon nah dran, 485 Millisekunden, ich werde jetzt mal auf 481 gehen für den gesamten Auslöser. Ja, und da kommen wir der Sache schon ziemlich nah, ich muss noch tiefer. Das heißt, ich werde hier sagen, nicht erst bei 107, sondern schon bei, sagen wir mal, 95. Das ist so ein bisschen Fingerspitzengefühl. Das ist auch, wie gesagt, immer abhängig von der Flüssigkeit, von der Zellfließen der Flüssigkeit. Und da hast du den ersten Treffer. Ja, hier haben wir jetzt ein klassisches Selbstporträt. Halt das Gesicht nicht zu sehen, sondern meine Hände. Ja, entscheidend ist oder für wichtig für mich ist, dass die Bilder tatsächlich so, wie sie hier zu sehen sind und dass sie so in der Kamera entstehen. Die sind halt fertig, die werden nicht am Computer zusammengesetzt, die werden nicht manipuliert. Das Einzige, was die digital erfahren, ist ein kleiner Randbeschnitt und maximal werden Sensorflecken entfernt und dann war es das. Und da habe ich selber am meisten Spaß daran, dass ich da nicht so viel nacharbeiten muss. Das ist total toll. Ich hoffe, euch hat der erste Einblick zu dieser Technik über die Demonstration hier gut gefallen. Würde mich freuen, euch wiederzusehen zur Ausstellung im nächsten Jahr hier im Bert Brecht-Haus in Oberhausen. Und die Ausstellung findet im Juni statt. Das genaue Datum entnehmt ihr bitte der Internetseite oder den Medien. Vielen Dank. Wer noch mehr von diesen Bildern sehen möchte, ja, ich bin zu finden auf Instagram unter Wassertransformer. Und da gibt es eine ganze große Palette mittlerweile von tollen Wassertropfenbildern, die ich da produziert habe. Ja, hallo und ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Dieter Kropp und ich leite seit einigen Jahren an der Volkshochschule hier die Blues-Harp-Workshops, die Kurse, die um die Mundharmonika sich drehen, und zwar um einen ganz bestimmten Typ von Mundharmonika, nämlich das Modell, welches wir als Blues-Harp bezeichnen. Diese Blues-Harps, das sind diese Instrumente, die es schon seit 1850 ungefähr gibt. Natürlich nicht unter dem Namen Blues-Harp, sondern damals hießen die anders. Einfach Richter-Mundharmonikas, weil der Name desjenigen, der den Tonaufbau sich ausgedacht hat, einfach Josef Richter war. Und dieser Josef Richter, der lebt in Haider in Nordböhmen. Und der hat um 1825, 1850 halt einen Gedanken sich darum gemacht, wie man Töne auf einer Mundharmonika anordnen kann, damit man mit ein bisschen Üben ein paar überschaubare Melodien spielen kann. Dabei hat er sich eben überlegt, dass die Töne, die nebeneinander liegen, gut zusammenpassen sollten. Das heißt, er hat einen diatonischen Aufbau sich ausgedacht. Töne passen also ganz gut zueinander. Und er hat 10 Kanäle gewählt, wo auf Blasen und auf Ziehen 2 unterschiedliche Tonhöhen sind. Haider Nordböhmen, ja, ist nicht unbedingt das Epizentrum der Bluesgeschichte. Also kann man wohl davon ausgehen, dass dieser Josef Richter sich überlegt hat, Klänge wie diese hier wie diese hier, die sollten die Leute auf diesen Instrumenten herausholen, also einfache Volks- oder Wanderlieder, wobei einfach ist ja auch immer relativ zu sehen, also ein bisschen üben muss man auch schon dafür. Und irgendwann sind diese Instrumente, diese 10-Kanal-Richter-Mundharmonikas auch wahrscheinlich mal in die Vereinigten Staaten gekommen. Und da haben andere Leute drauf rumprobiert, drauf rumexperimentiert auf diesen Mundharmonikas, die ja eigentlich eher für normales Melodiespiel gedacht waren.
Die Leute, die eher aus dem Blues und Gospel gekommen sind, die haben sich halt überlegt, Mensch, oder wahrscheinlich haben die sich gar nichts überlegt, einfach nur rumprobiert. Und sie haben festgestellt, dass man auf diesen Instrumenten etwas Ähnliches machen kann, was sie aus ihren Gesängen her kannten. Das heißt, sie haben es mit Üben, Heraustüfteln hinbekommen, dass man auf dieser Typ Mundharmonika Töne herausholen kann, die gar nicht drauf sind. Töne, die zwischen den normalen Tönen der jeweiligen Tonleiter liegen und die vielleicht für Klänge wie so etwas sorgen könnten. Ja, und das ist ein ganz anderer Sound, als den Josef Richter sich da so vorgestellt hatte. Also man kann mit diesem Typ Instrument, mit dieser Mundharmonika, mit dieser Bluesharp, mit dieser sogenannten Bluesharp, eine ganze Menge Unterschiedliches an klanglichen Varianten herausholen. Zum einen ja eben die melodische Variante, also einfach Melodien auf dem Instrument herausholen. Damit wollen wir auch immer beginnen in unseren Workshops. Also sowas wie... Ja, und durch den Einsatz der Hände kann man das Ganze noch ein bisschen variantenreicher gestalten. Da gibt es viele, viele Möglichkeiten, die wir heraustüfteln können. Und dann werden wir uns natürlich auch mit der bluesigen Spielweise auf diesem Instrument beschäftigen. Wir werden kennenlernen, dass wir durch mehr gezogene Töne in der unteren Hälfte auf dem Instrument ganz andere Klänge herausholen können, als nur durch die vielen Blastöne bei den Melodien spielen. Wir spielen in sogenannte Blues-Spielweise natürlich auch. Und zwar werden wir dann versuchen, unsere Mundharmonika klingen zu lassen wie, na ungefähr wie so etwas. Jetzt habe ich vielleicht doch etwas zu weit vorgegriffen. Aber es gibt ja auch weiterführende Kurse für die Bluesharp. Und da können wir uns dann ja mit so einem Spieltechniken noch weiter auseinandersetzen. Ja, das war ein kurzer Überblick über das, was wir in diesen Bluesharp-Workshops an der Volkshochschule hier alle so treiben. Ich hoffe, wir sehen und hören uns irgendwann einmal. Bis dahin, ciao. Makramee hatte ja seinen großen Hype in den 70er Jahren. Auch da habe ich angefangen, Makramee zu machen, habe damals sämtliche Verwandten versucht, damit zu beglücken. Dann war lange Pause und jetzt habe ich Makramee einfach wiederentdeckt, weil ich finde, das ist eben sehr entspannend, diese Knotentechniken zu machen. Und man kann einfach wirklich einfach sehr schöne dekorative Dinge herstellen, die einfach auch sehr vielfältig sind. Zu den kreativen Dingen, die man machen kann mit Makramee, gehört halt wirklich eine große Vielfalt von einfachsten Schlüsselanhängern oder Geschenkanhängern über Windlichter, die man schön dekorieren kann, Wandbehänge und natürlich die klassischen Blumenampeln, die wahrscheinlich jeder kennt. In dem Makramee-Kurs, den ich gebe, erlernen wir natürlich zuerst die Grundtechniken, die sehr einfach sind, wo
indem man zum Beispiel schon einen sehr einfachen Wandbehang hinbekommen kann. Im Laufe des Kurses würden wir uns dann natürlich weiterentwickeln und zu schwierigeren Objekten, wie jetzt ein etwas komplizierteres Modell von einem Wandbehang mit verschiedenen Knotentechniken, auch erlernbar in dem ersten Makramee-Kurs. Größe, Farbe und eben auch Schwierigkeitsgrad eines Wandbehangs sind innerhalb des Kurses individuell erlernbar. Aber hier haben wir eine ganz klassische Blumenampel, die meistens in 4 Strängen geknotet wird. Ich habe 3 Stränge schon vorbereitet, würde jetzt hier den 4. Strang weiterarbeiten. Die Wellenknoten sorgen dafür, dass sich der Strang dreht. Jetzt mache ich hier weiter mit den Knoten. Allerdings jetzt nicht mehr so, dass die Knoten eine Wellenform ergeben, sondern dass die gerade hängen, so wie diese hier. Ich habe jetzt ein bisschen hochgerutscht. Ich mache den ersten Knoten und vergleiche nochmal die Länge. Ziehe mir den Knoten schön glatt und fange an, die weiteren Knoten zu flechten. Das Schöne an Makramee ist, dass ich jederzeit, wenn ich doch mal irgendwas falsch gemacht habe, alles ganz einfach wieder aufmachen kann und wieder von vorne anfangen. Werden die Stränge miteinander verbunden. Und der letzte. Ich ziehe den Knoten zusammen und habe dann hier meine 4 Stränge. Ups. Ich habe meine Blumenampel jetzt fertig geknüpft. Ich habe die 4 Stränge gemacht und ich habe die 4 Stränge miteinander verbunden. Jetzt kommt der Blumentopf in die Ampel und fertig ist meine Blumenampel. Ich würde mich freuen, Sie demnächst zu einem meiner Makramee-Kurse begrüßen zu dürfen. Und ich verspreche Ihnen auch, dass wir ganz leicht anfangen, uns dann steigern werden und dass Sie mit Sicherheit irgendein schönes Accessoire für zu Hause mit nach Hause nehmen werden. Eine Weihnachtsfabel. Die Tiere diskutierten einmal über Weihnachten. Sie stritten, was wohl die Hauptsache an Weihnachten sei. Na klar, Gänsebraten, sagte der Fuchs. Was wäre Weihnachten ohne Gänsebraten? Schnee, sagte der Eisbär. Viel Schnee. Und er schwärmte verzückt. Weiße Weihnachten. Das Reh sagte, ich brauche aber einen Tannenbaum, sonst kann ich nicht Weihnachten feiern. Aber nicht so viele Kerzen, heulte die Eule. Schön schummrig und gemütlich muss es sein. Stimmung ist die Hauptsache. Aber mein neues Kleid muss man sehen, sagte der Pfau. Wenn ich kein neues Kleid kriege, ist für mich kein Weihnachten. Und Schmuck, krächzte die Elster. Jedes Jahr Weihnachten kriege ich was. Einen Ring, ein Armband, eine Brosche oder eine Kette. Das ist für mich das Allerschönste an Weihnachten. Na, aber bitte den Stollen nicht vergessen, brummte der Bär. Das ist doch die Hauptsache. Wenn es den nicht gibt und all die süßen Sachen, verzichte ich auf Weihnachten. Mach's wie ich, sagte der Dachs. Pennen, pennen, das ist das Wahre. Weihnachten heißt für mich richtig pennen. Und saufen,
ergänzte der Ochse. Mal richtig einen saufen und dann pennen. Aber dann schrie er, aua! Denn der Esel hatte ihm einen gewaltigen Tritt versetzt. Du Ochse, denkst du nicht an das Kind? Da senkte der Ochse beschämt den Kopf und sagte, das Kind, ja, das Kind, das ist doch die Hauptsache. Übrigens, fragte er dann den Esel, wissen das die Menschen eigentlich?